Ihr schreibt die ganze Zeit, dass Z-Max ein neues Video gemacht hat. Spanische Frauen bewerten Z-Max und... Ach komm. Es ist Content, es ist funny. Was geht? Wir sind jetzt in der Barcelona-Innenstadt, wie man sieht. Nicer Drip, Bro. Chillig. Heute... Der Schnurrbart steht dir extrem gut, Mann. Heute kommt quasi der zweite Part in Spanien. Frauen bewerten iCrimex versus mich, also Z-Max. Falls ihr es feiert und mehr Straßenumfragen in Barcelona sehen wollt, dann lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Das ist für mich jetzt auch gar nicht überraschend, dass Z-Max den Schritt hin zu Straßenumfragen gemacht hat. Das ist tatsächlich extrem, extrem überraschend. Und das Video gab es ja auch vorher noch nicht. My format now, my idea. Joink. Wir werden es versuchen, so gut wie es geht, unten zu übersetzen. Mhm. Wir werden Englisch sprechen für die Leute, die kein Englisch können und nicht in der Schule aufgepasst haben. Tut's mir leid, Spanisch, okay. Nur wenn die richtig gut aussehen und kein Englisch können. Ach so, okay, macht sehr Sinn. Habe ich schon mit Ellie besprochen und Ellie wird die Umfrage machen. Ich werde einen Mundschutz aufhaben und einen Pullover, den wir dabei haben, dass die mich nicht erkennen. Also Leute, ich bin jetzt mit den ersten Girls am Start. Ich frage sie jetzt erstmal, wie alt sie sind, wie sie heißen und ja, was danach kommt, wisst ihr, ja? Like, first I... What a way to dank, bro. Au, 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 au. Warum, Ellie? I would ask you, how old are you, what's your name, and like, personal stuff. I'm Sophia, I'm 28 years old. Mm-hmm. Okay. I'm Lenore, I'm 29. And she's Marisa, and she's 27. Okay, like, not like the 18-year-old girls, the no, little one? Definitely not. Okay, perfect. So, perfect. I search for women like you. Ich verstehe. So, okay. The first boy I will show you is this. Like, you can hold the phone. Like. No. Ah, okay, hier sind jetzt gerade die Bilder von Z-Max. Ich mache mich mal hier oben in die Ecke. No, definitely not. Definitely not. And the second boy? No. You need to choose one of them. Yes, I choose him. That's him. No. Yeah, that's the one, yes. Probably, yeah. Yeah. So you would choose like the first one? Yes. Okay. Why? Also, okay. Yeah. I like the tattoos and like the way he dresses. Yeah, the style. Okay. Yes. And he, why he not? Like, is it baby face or? Okay, jetzt hier nochmal ganz kurz auf unangenehm ein paar Komplimente rauskitzeln für den eigenen Kanal. Okay. He looks young. Yes. Yeah. Okay. So you like the older type of men. Yeah. Okay. Yes. Perfect. Uh-huh. With 30s. Yeah. 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 Okay. I mean, both are very young, but like. Okay. Thank. Danke. Danke an den Tonmann Frank, der das hier extrem gut handelt momentan. You a lot. Have a nice day. Also Leute, wir haben jetzt die zweite Kandidatin. Sie ist blond, Simi hat sie sich ausgesucht. Danke, Steve. Und danke, ja, jetzt werden wir sie fragen. Z-Max hat sie sich ausgesucht, okay? Sie sieht auch sehr, also sieht so aus, als würde sie sich wohlfühlen. In welchen Art von Mann-Typ sie bevorzugt? Okay, I will Mann-Typ. I'll show you right now like two different boys and okay. You say which one do you. Perfect. Yeah, okay. Frag noch, wie alt sie ist. First, how old are you? I'm 20. What's your name? Jessica. Okay. Okay, that's the first boy. Okay. Warum ist das so? Es ist ein bisschen unangenehm. Findet ihr nicht auch? Ich finde irgendwie das Video, irgendwie finde ich das einfach ein bisschen unangenehm. That's the same boy. Yeah. That's okay, the same boy. Das hat sie sehr gut festgestellt, dass das der gleiche ist. That's the second boy. Okay. And now you say which one would you prefer to date? Like, not being in a relationship, only like a date or the first one. Also, ich sag jetzt mal so, kann es nicht auch sein, es könnte jetzt auch sein, dass die Straßenumfrage halt 20 zu 2 ausgegangen ist für iCrimex, aber die das halt alles nicht reingeschnitten haben. Das weiß man natürlich jetzt nicht, ne? First one? Okay, why? It's just more my type. It's got tattoos. Yeah, tattoos. Curls. Okay, nice. Thank you a lot. No problem. Have a nice day. See you, bye. Also Leute, wir haben jetzt die nächsten zwei Girls gefunden. Ich frage sie jetzt erstmal, wie alt sie sind. Nicht so schreien immer. How old are you? 18. 18 and you? 19, okay. What's your name? Ocean? Jan. Oh, it's a beautiful name. Thank you. Jan, okay. I'm going to show you like two boys and you say which one do you prefer for date or...
Da hatte Simon auch gar keinen Bock mehr zu übersetzen, hat es einfach sein gelassen, hat gemerkt, wie aufwendig das ist. Going out to drink a coffee. That's the first boy. Okay. It is you. Yeah, but... Digga, Simax denkt, er ist f***ing undercover. Er hat einen Pullover an, auf dem draufsteht, ich bin Simax. It doesn't matter, you can hurt his feelings, it's no problem. And that's the second boy. Okay. Yeah. The first boy. Okay, but you can be honest. No, like. Really. Mann, das Ergebnis überrascht hier war wirklich, dass in Simax Videos Simax gewinnt. Das überrascht mich bis dato wirklich. Yeah. The first. Okay, like why? Because of his tattoos or why? Beautiful hair. Mm-hmm. Tattoos, yes. Mm-hmm. And I think that he has more style. Yeah, okay. And he's like a little bit boring or yes. Why? Und er ist also ein bisschen langweilig, hä? Könntest du vielleicht kurz sagen, dass er langweilig ist? Rick, die Scheiße, my man. Okay, and you simple. Don't... Yeah, okay, you would choose the first one. Yes. Okay, perfect. Boah, Simax Straßenfrage cringed ja an, das kleine Digga. Oh, Digga, mir schüttelt es am ganzen Körper. Perfect, thank you. You're welcome. Also, ich habe jetzt hier zwei deutsche Girls gefunden, endlich mal. Wir waren schon richtig auf der Suche nach deutschen Leuten. Okay. Weil wenn wir so an den Strand gehen, dann sind da mal gefühlt 1000 Deutsche, aber dann, wenn wir ein Video drehen wollen, klappt es nicht so. Okay. Wie alt seid ihr? Wie heißt ihr? Von wo seid ihr? Das wäre so geil, no joke, spanische Untertitel jetzt. Wir sind aus Berlin. Mhm. Ich bin Elfi. Ich bin Naima. Okay, und wie alt seid ihr? Wir sind 18 Jahre. Beide? Ja. Okay, perfekt. Nein, wir sind 18 Jahre, beide. Nein, die andere ist 32, aber ich habe trotzdem gesagt, dass wir 18 Jahre sind. Ich zeige euch jetzt zwei deutsche YouTuber. Mal sehen, ob ihr sie überhaupt kennt, aber ihr müsst mir nur sagen, welchen von den beiden findet ihr optisch attraktiver, auch wenn ihr jetzt vielleicht auch nicht mal Interesse hättet, aber einfach nur so, wenn ihr aussuchen müsstet, welchen von den beiden ihr bevorzugen würdet. Okay, perfekt. Also, ich fange mit dem ersten an. Okay. Das Bild hier finde ich, no front, aber das hat so ein bisschen Fahndungsfoto-Vibe. Ich weiß nicht warum, da lächelt er einfach so. Ja, aber ihr könnt Erden. Ja, Simax ist so gut verkleidet, Alter. Er hat sich so gut verkleidet. Holy shit, my man. Er hat sich so gut verkleidet. Warte mal ganz kurz. Also man kann ihn halt nicht erkennen. Er hat sich halt ganz einfach so hinter die Kamera gestellt. Und denkt halt, er war undercover. Ja. Hat dann scheinbar nicht so gut geklappt. Schade, Mann. Wirklich schade, Bro. Ja, aber Sick, ihr, Louis, könnt, Kuss, ihr Kuss. Könnt ehrlich sein. Wirklich. Komplett ehrlich. Okay. Also einmal das. Einfach und dann undercover. Das zweite. Okay, also ich finde den ersten. Ja. Ersten? Also ihr Mann, so überraschend, dass es 4-0 steht. Das hätte ich nicht gedacht. Ihr könnt doch ehrlich sein. Nein, nein, nein. Aber der erste. Okay, und warum? Der zweite ist nicht so unser Type. Okay. Ach so, okay, sie darf das gar nicht entscheiden, oder was? Ja, sie steht eher so auf was Außergewöhnlicheres und nicht so Schwiegermama. Genau. Die talkt den... Mann, wieso trash-talken die ganze Zeit iCrimex? Was soll die Scheiße, Mann? What the fuck, Mann? Die sagen so, ihr steht immer was Außergewöhnliches, nicht so langweilige Deutsche, ne? Mhm, okay. Aha, okay. Typ. Ja, Locken okay. sind immer ein Pluspunkt. Ja. Babalocken. Ja, klar, wenn man selbst welche hat. Und so ein bisschen südländisch. Ja, wenn man auch in Spanien Urlaub macht. Dann macht das ja Sinn, na klar. Dann danke ich euch. Also Leute, wir sind immer noch auf der Suche nach Kandidaten. Denn wie ihr seht, liegt mein Freund in Führung. Wir haben jetzt leider, und es tut mir wirklich leid, und es ist nicht so, dass... Chillige Kammerführung, Bro, ich kotze gleich. ...dass wir es rausgeschnitten haben. Wir haben leider kein Girl gefunden, was iCrimex so nice fand. Also viele haben gesagt, ja, ist okay, aber jetzt... Ach so, das ist eine große Überraschung, ist das, oder? Das ist jetzt ein blöder Zufall. Sie würden ihn nicht bevorzugen. Mhm. Und ich sehe da zwei Kandidaten und ich frage die mal schnell. Hello, do you speak English? Yeah, because we're... Simax hält einfach Kamera drauf geschissen, ob die das wollen oder nicht. From Germany, we doing YouTube and we're making like a survey to find girls and ask a vlog or something. Yeah, no, ask them which boy they find more attractive. Yeah. I would show you like two boys and you can choose which boy is more attractive. The first boy is this one. Okay. Okay. And the second one is this boy.
Das Foto ist auch sehr unvorteilhaft von Max hier. Well, I'm gonna go the second. You're the second? I'm gonna go the second. First, 100%. Okay, why? Das ist aber jetzt wirklich sehr, sehr überraschend. Because it's not much, I like boy, like with tattoos, tattoos, like emo, yeah, of course, you know, of course, yeah, yeah, yeah. And you like... I like more clean boys. Ah, okay, okay. Yeah, yeah. Like the... Reverend shirt. Ah, okay, yeah, 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 yeah. like the, what it's like when your mom meet your boyfriend, yeah. What you like it more, yeah, clean like, and, but yeah. Then it's clean, but that... But inside, like the devil. Na, immerhin hat Trimax einen Punkt geholt. Das war schön. Okay, yeah, perfekt. Seems like the angle, but there's... Yeah, like yeah, of course, I understand you. If you want... Ich glaube nicht, dass du verstanden hast. You can give me your Instagram. Jetzt wird's aber hier ganz weird. Okay. And then, was hat Max denn gemacht? Lass doch mal Trimax in Ruhe. Und Trimax auch, lasst alle Maxes in Ruhe. Ellie klärt auf Ehre für euch Insta. German boy. Was? They are like a little bit horny and... Was? 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 Was passiert? Also, Like a little bit horny and... A little bit horny? If you want, you can give me your Instagram. Okay. And then we promote you because the German boys are like a little bit horny. We can promote you because the German boys are a little bit horny. And stalking on Instagram and... Ah, die deutschen Jungs sind alle super notgeil und richtige Stalker auf Instagram. Ich schneide gerade das Video. Ach du Scheiße, Bro. Digga, wieso kreit der? Sieh mich, Bro. Die hat vergessen, hier mit dem Mikro aufzunehmen. Und da wir an der Cam kein Mikro hatten. Naja, anyways. Sie hat gesagt. Also, auch an der. Also, die hat auch für mich gestimmt, ja. Die hat sich auf jeden Fall für Z-Max entschieden. Chilliges Video, Digga. Ah! So chillig, Bro. So chillig. So ein chilliges Video, Mann. Oh mein Gott, Z-Max. Mach noch mehr von diesen so geilen Videos. Ich feier das richtig, Digga. Also für mich. Also Leute, das war's mit der Frage, wer besser aussieht, Simi oder iCrimex. Mensch, ein ganz stabiles 6-1 an der Stelle, Mann. Holy shit. Morgen kommt direkt die nächste Straßenumfrage. Auf was stehen Girls? Auf was stehen Boys hier so in Spanien? Und ich hoffe, diese Videos gefallen euch. Lasst einen Daumen hoch da, abonniert diesen Kanal und ciao. Hab ich Flying Ufo geschrieben? Nee, wirklich, also Bro, sau chillig, Mann. Sau chilliges Video, Alter, ehrlich. Da freuen wir uns doch morgen auf das neue Video. Ja, ich bin gespannt, Mann. Ich mach auch eine Straßenumfrage und ich halte einfach zwei Bilder von Z-Max hoch und das eine ist einfach nur gespiegelt.